Hallo Borgheide! Ja, hallo Welt! Matze? Wo seid ihr denn? Ich sehe nichts. Matze, du hast die Kamera falsch rum. Ach du Scheiße, Moment. Kannst du es jetzt mal von vorne machen, bitte? Junge, alles muss man dir erklären, ey. Siehst jetzt du eigentlich, dass ich heute blau bin? Ja, das sehe ich. Das ist aber. Ja, aber da hier sind wir ja. Hallo nochmal, hallo Borgheide. Hallo Welt. Da sind wir wieder beide. Am Montag, wisst ihr eigentlich, wie Montag aussieht? Oh. So, Montag, ganz schön müder Tag. Die Winterferien sind jetzt echt sehr stürmisch zu Ende gegangen. Weggepustet worden quasi. Richtig, aber so schlimm war es überhaupt nicht, glaube ich. Ne? Weil, wenn man sieht, wir haben uns nämlich mal die Wetterkarte angeguckt, wo der Sturm lang pfiff. Und was soll man euch sagen? Da, gucke, da. Hier. Nix in Borgheide, genau. Borgheide ist nämlich ausgespart worden von dem großen Drama. Das ist so wie im Sommer, wenn der Regen kommt. Der macht ja auch immer diesen genau. Bogen um Borgheide. Also irgendwas, wir haben hier irgendein Dreieck, irgend so ein magisches Dreieck oder so, wo alles Wetter verschwindet. Nicht das Bermuda-Dreieck, sondern das Borgheide-Dreieck. Das Borgheide-Dreieck, höchstwahrscheinlich. Aber das Wetter funktioniert genauso. Also irgendwas ist hier faul, was immer das ist. Aber okay. Also ich bin montags ganz schön faul, aber das war jetzt ein anderes Thema. Festgestellt haben wir am Sonntag, dass auf dem Sportplatz gebohrt wurde, ne? Ja. Mhm. Und außerdem war es Samstag. Das war Samstag. Am Samstag wurde gebohrt auf dem Sportplatz, genau. Naja, das kann man doch Montag nicht mehr wissen. Ja, und ja, war so. Ja ein ganzer Sonntag dazu. Genau. Aber hier, schaut mal selber, so war es dort. Ja, schönen guten Tag hier auf dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz. Wir sind heute nicht zum Fußball hier, aber wir haben hier einmal den Chef vom Verein, vom Sportverein BSV 90 und wir haben hier den Herrn Jörke. Seines Zeichens buddelt der Löcher, überall habe ich gehört. Richtig. Ja, und das Neueste, was wir hier gehört haben, hier wurde gebohrt und es wurde Erdöl gefunden, oder Bernd? Nein, das ist nicht ganz richtig. Aber trotzdem bin ich glücklich und stolz, dass wir unser neues Projekt in Angriff genommen haben und Wasser gefunden haben. Wir haben vor 2 Jahren 120.000 Euro hier in den Sportplatz investiert. Der größte Teil wurde in die Beregnungsanlage gesteckt und wir haben im vergangenen Jahr festgestellt, dass die alte Pumpe Sand fördert. Ja. Und somit die neue Pumpe versanden könnte, beziehungsweise die ganzen Regner, die, wie gesagt, wir haben es bei Reinigungsarbeiten festgestellt, dass die Regner alle voll Sand waren. Ja. Ja, und deswegen haben wir uns entschlossen, natürlich in Absprache und mit Zustimmung der Gemeinde und des Amtes Brück, hier nochmal zu bohren, obwohl Borgheider, sag ich mal, abgeraten haben, weil es ist schon mal versucht worden, es ist kein Wasser gefunden worden und wie gesagt, wir haben jetzt Wasser, Ja. Wir haben gutes Wasser, wir haben guten Druck. Nasses Wasser. Und nasses Wasser. Ich bin richtig stolz. Genau. Und für alle, die mitgeholfen haben, herzlichen Dank. Und für den Erfolg hat hier der Brunnenbaumeister Jörke gesorgt. Jörke aus Premnitz. Aus Premnitz. Ja, Brunnenbaumeister Jörke aus Premnitz. Herz von Preußen. Genau. Die müssen hier anrücken. Und da hier mein Auftraggeber so sympathisch ist und so weiter, habe ich das Letzte aus mir rausgeholt, um tatsächlich die Qualität und die Menge der Natur zu entlocken. Das heißt, wir haben jetzt einen immer grünen Rasen hier und Wasser ohne Ende. Ohne Ende. Genau. So darf das nur sein und kann das sein. Denn ohne Wasser kein Leben. So ist es. Ja, ganz herzlichen Dank hier an den Brunnenbaumeister Jörke hier aus Premnitz. Sein Sohn ist auch Brunnenbaumeister. Ja, ja. Ja, und der ist auch fleißig unterwegs. Ja, und der, stoppt dich, der schlägt sich sehr, Menge, sehr Leute. Tapfer, weil die meisten Brunnen hier in Borgheide schon erfolgreich beendet hat und abgeteuft hat, in der Tiefe zwischen 19, 22, 24, 26 Meter. Und das bedeutet schon was bei dem Erdreich, ja, also Bodenstruktur. Ja. Ja. Ja, super, ganz herzlichen Dank, Bernd. Jetzt kannst du richtig losgehen. Fußballspiel geht jetzt wann los demnächst? Hast du das noch auf dem Plan? Nächste Woche ist Auswärtsspiel und da geht's wieder los. Nächste Woche schon. Die nächste Saison und Dann geht's voll los und wir haben natürlich dann den immergrünen Rasen und also gesagt, Wasser ist genug da. Ich bin richtig glücklich, dass das geklappt hat und auch stolz auf die vielen, vielen fleißigen Helfer, die uns geholfen haben. Ja.
Wir können ja mal kurz vorführen, das Wasser. Ja, wir machen sofort das Wasser nochmal an, Herr Jörke. Richtig. Machen wir sofort. Erstmal vielen Dank und toi 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 auf die nächste Saison, auf immer grünen Rasen und auf, wie sagt man da, Wassermarsch oder wie? Bei ja, der Feuerwehr? Wassermarsch. Wassermarsch, ja, dann wollen wir mal, ne? Und auch schönen Dank an euch, dass ihr so flexibel seid hier heute am Sonnabend. Auch bei eurer ja, wir haben Kaffee-Runde wir haben gestört. Tatsächlich Dankeschön. Eigentlich einen Urlaub vorgehabt in den Winterferien auf, in Miami, aber haben wir abgebrochen extra für diese Veranstaltung. Das ist sehr schön. Nicht, Matze? Jupp. Vielen Dank. Ihr habt das gesehen, ja. Der alte Mann, der wird übrigens 80 demnächst. Ja. Und der ist immer noch fleißig unterwegs und bohrt, muss ich mal sagen. Und als ich da hinkam, könnt ihr mal hier sehen, da steckte der in dem Loch. Hm. Kopf über, nee, Königkopf über. Kam aber wieder raus. Er wurde rausgehoben von den zwei jungen Männern. Aber das muss ich mal sagen, also mit 80 Jahren Hut ab, muss ich mal sagen, der ist noch fleißig unterwegs. Und der Sportplatz hat jetzt hier noch Wasser. Brauchen wir kein Bier mehr trinken. Nehmen wir Wasser von der Sprenganlage. Hm. Ja, bevor wir nächsten Monat unsere Party machen, geht es im Februar nochmal richtig los. Und zwar am 29.02. Richtig, 16 Uhr. Auf dem ab Platz. 16 Uhr. Und zwar die Abschiedsparty von Bip Borgheide in Banjul. Genau. Das heißt, der Bernd Laufenberg mit seiner Lebensabschnittsgefährtin, der Christine Warelmann, nicht Berg, weil er heißt ja Laufenberg, sie heißt Warelmann. Eigentlich ist das komisch, oder? Aber okay. Ja. Die wollen dann ihr Auto nach Banjul wieder fahren und machen dann eine richtige Party. Und ich hoffe, wir kriegen viele Leute da mit hin und viele kommen da und gucken sich das noch mit an. Ah ja, wird schon. Na? Wird schon. So, und da wir gar nicht so viel es haben. Es gibt auch was zu essen und was zu trinken. Ich genau. Gehört. Und weil uns hier der Wind hier die Themen weggeblasen hat, haben wir jetzt noch eins. Und zwar geht wieder mit Sport los. Und zwar am Sonntag. In Schlarlach. In Schlarlach. Gegen Schlarlach. Ab 14 Uhr. Und der BSV 90 ist jetzt, glaube ich, auf dem 7. Platz und haben damals gegen Schlarlach 1:1 gespielt. Könnten sie eigentlich mal gewinnen auf der Rückrunde? Mal gucken. Ja. Geht jedenfalls in die Rückrunde, also so wie in der Schule geht es ja auch in die Rückrunde, das heißt in die zweite Halbzeit. So geht es jetzt beim Sport so weiter. Und die Woche drauf ist die Mannschaft dann hier auf unserem Sportplatz beschäftigt. Da kann ich allerdings nicht, Matze, da musst du mal alleine kommen. Ja, da gehe ich hin. Da. Ich bin da nicht da. Gibt es weniger Fotos. Jo, und schon sind wir durch mit dem Fußball. Jetzt fehlt nur noch deine Leiter aus dem Glas. Ja, ich bin nicht so faul heute auch zu. Wie wir hier, wenn Lutze das Bild richtig einblendet, sehen in der Woche. Es regnet noch ein bisschen, die Temperaturen sind ja am Anfang der Woche ein bisschen wärmer gewesen. Jetzt mit dem Sturm kühlt es ein wenig ab, aber auch nur so in den mittleren, einstelligen Bereich. Ein bisschen regnet sich's aus. Ab Donnerstag soll sich alles ein wenig beruhigen. Und so schlimm war es ja auch nicht, wie man hier jetzt in dem kurzen Film sieht. Hier kommen die Bäume so ein bisschen ins Wackeln. Im Knick nach links, bekommen einen Knick nach links, kommen aber auch wieder zurück. Nichts passiert. Die Feuerwehr hatte auch nur bis vorhin einen Einsatz. Da war ein Bäumchen umgefallen auf dem Radweg nach Burgwalde. Aber eben, bevor wir die Sendung hier angefangen haben, ging die Sirene schon wieder. Ich denke mal, da wird noch irgendwo irgendwas geknackt haben. Genau, gab nur eine kurze Böe, habe ich gesehen. Also heute Morgen um 4 bin ich wach geworden kurz. Ja. Aber da war nichts draußen, war alles okay. Ist ja auch kein Sturm, weil Sturm ist dann, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Und da in Borgheide keine Schafe gibt, gibt es auch keinen Sturm. Genau. Na? Gut, das war's. Das ging irgendwie zu schnell heute. Ja, das macht nichts, das muss auch mal sein. Wir sind eh so montagsmüde. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bye, bye.